erst, wenn okay. Ich darf hier im Zeitlimit können mehrere Gegenstände inspiziert werden. Die Punktezahl richtet sich nach, wie viel Makel du im Zeitlimit findest. Markiere die Stellen, an der du einen Makel feststellst. Bitte überprüfe nach der Inspektion den nächsten Tag deine Post. Drehe den Gegenstand, um den Makel zu finden. Okay. Ist da nur immer nur ein Makel, oder? Wow, das hat gedauert. Jobson. Tatsächlich. Bei C bin ich. Schön. So. Jetzt ab zu Phyllis. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich auch bei Ginger vorbei, ne? Ich denke doch, dass die zu Hause ist. Die ist ja immer,
wenn es hell ist draußen daheim. Was hier los? Hallo, danke für deinen Besuch. Ich wollte dich besuchen kommen, aber mein Zustand erlaubt mir nicht, viel hinauszugehen und nachts wollte ich dich nicht behelligen. Kein Problem, hier sind die Topase, die du wolltest. Danke. Wofür brauchst du sie? Nun, ich habe eine Menge freie Zeit, da mache ich Kunsthandarbeiten. Ich kann nicht rausgehen und mir meine Materialien selbst holen, daher bin ich immer auf die Hilfe aller angewiesen. Ach ja, hier ist deine Bezahlung. Mach dir darüber keine Sorgen und wenn du demnächst wieder Hilfe brauchst, frag mich einfach. Ja, hieße das ohne Bezahlung? Weil, nö. Gut, danke. Weil, nö. Definitiv mit Bezahlung hier. Ne? Also, ich habe mir hier Mühe gegeben. Papa ist wegen der neuen Transportsystems ganz aufgeregt. Er sagt, dass ich damit viel weiter komme als zu Fuß. Ich kann es auch kaum erwarten, es auszuprobieren. Was mit dir? Ups. Ich frage mich, wann genau die Töpftöpftransporter fahren werden. Manchmal arbeite ich lange, wenn ich draußen auf dem Feld bin. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Okay, Escape, danke. Puh, das war. Ululululu. Ja, du mich auch. Halt mir die Zunge rausgestreckt, Segel. Ich jetzt vermutlich auf der Arbeit. Nee, hätte ich auch anders rumlaufen können, oder? Scheinbar so. Wie bin ich denn hier? Ja, doch. Ich hätte auch anders laufen können. Ja, okay. So, Phyllis sollte hier auf der Arbeit sein. Ups. Okay. Es hieß 7 Uhr Klinik. Dem scheint nicht der Fall. Aber, ach, um 19 Uhr wäre sie unten in der am Plaza. Aber das macht gar nichts. Mit den Töpftöpfs kann ich wohl endlich durch das Land reisen. Ja, schön. Hier hast du was. Und zwar. Ah, hier. Ein Topaz. Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Das gefällt mir wirklich sehr. Ja, hab mir auch ganz viel dolle Mühe gegeben und so. Forschungsdings. Jawohl. Yay. Rüber. Ja, ich kann vom Dach springen, na, aber ich kann nicht über die Mauer hüpfen. Das geht ja nicht. Guten Tag. Ich glaube, die Töpfe werden unser Leben verbessern. Das musst du ja auch glauben. Du bist ja schließlich eine für der Befürworter. So. Gegenstand erhalten. Geil. Göttinnenstatue. Alte Thermoskanne. Weiß ich jetzt. Ups, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das zu Hause habe. Was brauche ich hier? Auch nur zwei Dinge. Die habe ich definitiv zu Hause. Die habe ich. Oh, hübsch. Ah, das weiß ich nicht. Leistungszentrummodell. Hä? Okay. Das sieht aus wie so ein Lego-Ding. Wie so ein hässliches Lego-Teil. Ah, Django war's. Django. Django in the Jungle.
Zu Katze. Miau, miau. Achso, warte mal. Ich darf ja mehrmals in der Woche was kaufen, ne? Ja. Einmal bitteschön. Dankeschön. Ich denke, du würdest auch deine eigenen Blümchen mögen, oder? Gut, bitte verkauf's nicht, Leder. Das wäre unnett. So. Django, mein Freund. Oh. Also das ist so. Dieses Haus... Haut. Haus, Hautpflegeprodukt Produkt wäre unsere Eintrittskarte zum Glück. Jeder wird es kaufen wollen. Ich nenne es clevere Substanz. Moment. Ich brauche das jetzt in meinem Leben. Ich könnte das Produkt vermarkten. Wir können Zutaten von meiner Farm verwenden. Hey Leute, was macht ihr da? Claudi, kannst du uns einen kleinen Gefallen tun? Wir brauchen einen Mixer, um die Flüssigkeit zu mischen. Ich denke, ein Baumeister wie du ist für diese Aufgabe geeignet. Ich habe aber keinen Mixer-Bauplan. Wer ist der Schönheitsspezialist? Oh, ich habe eine großartige Freundin, die vor ein paar Jahren nach Atara gezogen ist. Ich habe ihr etwas Geld für das Ticket geliehen. Sie wollte es zurückzahlen und schickte mir das Rezept. Ja, ich weiß aber nicht, wie man den Mixer... Ah ja, sei es drum. Vielen Dank. Hier ist das Schaubild zum Erstellen des Mixers. Ach so, eins A. Petra hat es mir gegeben. Ich hoffe, es ist hilfreich. Oh, danke. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde so schnell wie möglich zurückkehren. Was haben denn die jetzt gerade getan? Die haben einfach nur die... Okay. So. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schubsen. Guten Tag also. Wenn wir das Transportsystem errichten können, kann ich weiter rausfahren und frische Produkte... Oh, was habe ich denn? Bin ich gerade eben irgendwie am... du gibst mir das? Ich bin sicher, dass ich das gebrauchen kann. Danke. Ja, ich hätte auch noch hier... Rezept und so. Was möchtest du heute lernen? Ich möchte ein paar Gerichte mit dir teilen. Schau mal, in welchem du etwas hören möchtest. Nutze Reis als Zutat? Nee, darauf steht Phyllis nicht so. Ich hätte gern Fisch als Zutat. So ein Sashimi wäre geil. Hast du aber anscheinend nicht. Also nehme ich Gericht 1. Eine weise Entscheidung. Ich kenne ein Gericht namens köstliche geröstete Rippchen. Um es zuzubereiten, brauchst du nur etwas hiervon. Fleisch, Salat und Apfel. Ach, Salz und Apfel. Fleisch, Salz und Apfel. Das klingt nach einem Rezept, das wir zu Hause auch gerne gemacht haben. Also zumindest ich. Der Witz ist, als ich das meiner Oma erzählt habe, dass wir das mal wieder extra kochen können, meinte sie... Haben wir noch nie gemacht. Und ich hätte schwören können, dass wir das schon mal gekocht haben. Leber mit gebratenem Apfel und Zwiebeln. Und sie wollte aber Kartoffeln dazu. Sie war halt ein Kartoffelkind. Kartoffeln zu allem hat immer gepasst bei ihr. Ich bin halt nicht so auf Kartoffeln. Also zumindest nicht auf Salzkartoffeln. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Ich bin zwar dafür, dass der Bürgermeister Geld ausgibt, um unsere Stadt zu verbessern, aber ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten als ein Töff-Töff-System. Ich bin in Atara schon mal damit gefahren. Wirklich, keine wirklich ruhige Fahrt, wenn du mich fragst. Ja, komm, den quatschen wir auch noch kurz an. Ich bin in Atara schon mal mit den Töff-Töff gefahren. Sie sind langsam und unbequem, aber wohl trotzdem immer noch besser als laufen. Gerade mal über die Tische gelaufen. So, nix jetzt. Ich muss noch ein bisschen farmen gehen. Was machst denn du hier drin?
weiter ich hochgehe, desto eher finde ich wohl nichts von dem Zeugs. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht doch hier noch ein bisschen was an Kupfer noch rauszerren kann, aber wird ein bisschen spät. Okay, sonntags ist die Versammlung, ne? Rennt denn der Higgins rum?
nicht wundern, wenn ich mir hier jetzt müßig Zeit lasse, dass der tatsächlich vielleicht diese ganzen Haltestellen vor mir baut. Weil das ja kein offizieller Auftrag ist, sozusagen. Also er ist ja schon offiziell, aber wer weiß, ne? Die eine ist ja schon fertig gebaut. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Kommt drauf an, wie viel es kostet, ne? Vor allen Dingen, also mir ein Pferd leihen, mieten, eher nein. Lassen wir mal. So ist das mit dem Fischtopf, oder? Unterhalten. Ich habe die Baupläne des Töpfers gesehen. Sie sind so klein. Damit wollen wir nichts Großes transportieren können. Ja, Menschen halt. Reicht doch. Ich habe einen großen Rucksack. So, was haben wir denn hier jetzt? Das Qualitätsleder immer noch nicht machbar. Faserstoff machen wir da. Haufe. Haufe, Haufe, Haufe. Einsortieren. Was haben wir da denn schon wieder? Noch ein Rezeptbuch. Warte mal. Kann im Museum platziert werden. Okay, okay. Im Museum juckt es mich nicht. Definitiv nein. Blümchen halt. Gut. Auftanken. Der Rest machen lassen, wie es so ist, und dann auslaufen lassen, je nachdem. Hier brauche ich definitiv noch ein paar Bronzerohre. Was war es hier nochmal? Bronzeplatten, 4 Stück.